10 Dinge, die Sie nicht tun sollten, wenn Sie im Homeoffice sind. Die Ausrede. Klaus, hast du gelernt? Ja, für was denn? Hast du dich etwa nicht vorbereitet für die Präsentation heute? Ja, ich habe ein Lied gehört, das was einfach jeder Jugendliche zurzeit macht. Ist ja klar. Die Präsentation zu lernen. Ja, ich habe halt ein fünfwöchiges Lied gehört. Das, was einfach jeder Jugendliche zurzeit macht, ist ja klar. Ich bin heute richtig gut gelaunt. Und ihr? Moment, eine Sekunde. Wenn die Freundin Schluss macht. Hä? Eine Sekunde mal. Mal schauen, was die... Hä? Ich mache Schluss? Ja! Ja, Leute, es ist passiert! Sie macht Schluss! Let's go! Der Hausparty ist am Start! Let's go! Let's go! Zocken gehen! So ein Scheiß, Alter. Ja, ich muss ja diese Präsentation machen, Frau Lehrerin. Das werde ich jetzt anfangen. Wie geplant. Ich habe kein Problem. Hä? Warte mal eine Sekunde. Hallo? Was geht ab, Digga? Ja, was geht ab, Alter? Was machst du denn? Ja, ich muss da so eine Präsentation machen mit der Frau Lehrerin, aber ja, wieso? Ich eigentlich nichts, Alter. Ach so, egal, ja, ich wollte mal fragen, kommst du zu mir ein bisschen zocken? Ja, Alter, ich mach jetzt gar nichts mehr, okay? Ich komm gleich, Alter. In 20 Minuten, okay? Ja, okay. Ja, okay, Alter. Tschüss, bis bald. Ciao, Alter. Ciao, Alter. Ciao. Ja, ich muss jetzt zocken gehen. Bis später. Das Lied. Du kriegst eine glatte 5. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Die Hausaufgaben sind gemacht. Die Präsentation ist auch gemacht und jetzt singe ich ein Lied für euch. Ich singe für euch ein kleines Lied und das nicht für sie. Der Nerd. Ich brauche einen Vitaminsaft. Ah, ein... Ah, nein, Frau Lehrerin. Hinter Ihnen. Da ist ein Sprudelwasser. Können Sie mir irgendwel das bringen? Ja, genau. Ja, genau, da hinten, genau. Gut, jetzt haben Sie's. Dankeschön. Super, danke. Der Liebesantrag. Guten Morgen, Frau Lehrerin. Ja, ich habe die Hausaufgaben gemacht und wollte ich noch mal sagen. Und ja, da wir jetzt alleine sind, habe ich Ihnen mal eventuell mal fragen wollen oder beziehungsweise sagen, dass
dass ich... Ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja, es kommt jetzt ein bisschen knapp, aber ich liebe sie ganz einfach. Der aggressive Vater. Guten Tag, Herr Arschgeiger. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn sich bei der letzten Videokonferenz sehr aggressiv verhalten hat. Und ich möchte von Ihnen den Grund wissen. Was? Sie sagen, mein Sohn ist aggressiv? Was? Mein Sohn ist nicht aggressiv. Von wem hat er denn das? Mein Sohn ist nicht aggressiv. Haben Sie das verstanden? Der Fehl. Das Homeoffice. Videokonferenz, wieso muss man das immer machen? Ich halte es nicht mehr aus, so 3 Stunden hier. Hey Bro, was machst du? Ja, ich muss da Videokonferenz. Du musst jetzt ein bisschen still sein. Ich muss jetzt gar nicht rauszocken oder so? Nein, ich muss jetzt da dabei sein, sonst kriege ich noch eine Eintragung. Hey, warte mal. Das ist doch diese blöde Lehrerin, von der du ja mir erzählt hast. Alter, du darfst nicht so laut sein. Die hört ja alles. Ja! Hört die Sau das? Ja. Psch, meine Fresse. Der Fünfte, ja. Hör auf, Mann. Der Flachwitz. Frau Lehrerin, kennen Sie einen Witz? Da bin ich. Da bin ich zum Direktor gegangen und da fragte ich ihn, was ist ein Transvestit? Und da sagte er mir, da musst du die Lehrerin fragen. Der weiß das. Die Enttäuschung. Ja! Ja, Mann! Let's go! Und jetzt kommt die Hausparty! Ist am Start! Endlich ist diese scheiße Hausaufgabe fertig! Ja! Warte mal. Was? Nein! Bis morgen die nächste Hausaufgabe. Ich kann's nicht fassen! Bis morgen die nächste Hausaufgabe! Und das noch in Mathe! Halt die Fresse, Mann!